Und tatsächlich beginnt jetzt erst, worüber ich rede, in BOV. Das gab es bis Cataclysm alles noch selbst im Spiel zu finden, also was ich jetzt erzählen werde, was ich ziemlich schade finde, dass sie es alles rausgenommen haben. Aber naja, das war ja auch wieder so ein Portal zum Smaragdgrünen Traum, da gibt es ja viele von. Naja. Jedenfalls ist seit World of Warcraft Classic, meine ich, etwas Böses in den Smaragdgrünen Traum eingedrungen. Der Smaragdgrüne Albtraum. Viele Drachen wurden von ihm verdorben. Darunter auch die, die Portale zum Smaragdgrünen Traum bewachen sollten. Diese wurden dann zu Weltbossen und man konnte sie halt umbringen. Davon die waren wirklich echt stark. Es gab ja auch damals viele Weltbosse. Die waren echt stark. Also meistens waren die Weltbosse tatsächlich Drachen. Die waren echt stark und man konnte sie halt nur mit 45 Mann besiegen. Eine 45 Mann Insel war das sozusagen. Also diese Weltbosse waren echt heftig damals. Kann ich mich noch dran erinnern, da war ich ja ein kleiner Bub, war ich da noch. Hat mein Vater das mal gemacht und ich war total stolz, habe mir einen Stuhl geholt, habe mich daneben gesetzt, um zu gucken, wie man die besiegt. Ja, damals konnte ich noch selbst kein wirkliches WoW spielen, war viel zu schlecht, aber es war schon herrlich, sowas zu sehen. Ebenso wurde Iranikus, der Gemahl von Isera, verdorben. Und zu dieser Zeit befand er sich gerade mit vier anderen Gründrachen im Tempel von Artal Haka, um die Trolle daran zu hindern, wieder einmal Haka zu beschwören. Ja, die guten Trolle beschwören ja ziemlich oft Haka. Habe ich auch schon im Let's Talk WoW das Trollreich erzählt. Oder Trollreich? Wie hieß denn das? Trollimperium? Ich weiß nicht mehr genau. Die Trolle, glaube ich, erzählt. Dort waren halt, war er halt, um die halt aufzuhalten. Heute kann man sie tatsächlich immer noch besiegen. Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht ist ein Schatten immer noch da oder so. Hier in Classic, der Tempel von Artal Haka, die Iranikus-Schemen, einmal hier, der Gemahl von Isera. Und die Wächter des Traums. Diese Drachen, also, waren da, um Iranikus zu helfen. Einmal Traumsense, Wirker, Morphas, Hatzas. Ja, und diese waren halt da, um Iranikus zu helfen, ihm den Traum zu, diese Trolle daran zu hindern. Oh Gott, das leckt jetzt hier aber gerade. Das liegt aber am Spiel, weil ich immer wieder in eine andere Subzone komme. Es gab tatsächlich damals eine Questreihe, die hier begann, in diesem schönen kleinen Dungeon, können wir sagen, in dieser kleinen Höhle. Hier gibt es nur noch bezauberte Giblins, die waren früher nicht da, oder beziehungsweise bezauberte Seekreaturen. Da bekam man einen Schwurstein von Isera. Ja. Dort bekam man einen Schwurstein von Isera. Und dieser war anscheinend da, um mit den guten Iranikus zu reden oder um ihn zu retten. Und dafür muss man auch wieder viele Dinge erledigen. Und das schafft man nicht und deswegen musste man mit Umbransee, den Geistersprecher in Winterquell, reden. Doch dort brach diese Questreihe ab und viele dachten sich, ach, hier geht es bestimmt in einen nächsten Add-on oder Patch weiter. Ja, das ging nie weiter, diese Questreihe hat da einfach geendet und niemand weiß wirklich warum. Hier heute steht in dieser Höhle ein Hilglit, Hilglit, der Verirrte. Das ist ein Diener der alten Götter, den greife ich jetzt gleich mal an. War der damals schon da und hat Iranikus verdorben. Das weiß man natürlich nicht, weil er damals nicht da war, aber man weiß es nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo meine Zauber sind. Ach, okay. So, er sagt, wenn ich ihn angreife, hört den Rufen, dient ihm, folgt uns. Ja, das ist natürlich, damit ist ein alter Gott gemeint, nämlich Soth. Das ist ein besonderer Gott, den wir hier noch ziemlich oft, kennenlernen werden. Ich zeige euch gleich mal, was mit diesen Umbran, den Geister, der Geistersprecher in Winterquell passiert ist.
Mit dem ist nämlich was passiert in Cataclysm. Vielleicht ging die Questen, also alle haben sich gewundert, ob, also da gefragt, ob die Questreihe nur mit ihm weitergeht, aber da ist etwas mit ihm passiert. Naja, das zeige ich euch jetzt. Und in dieser Höhle gibt es diesen Magier, den man eigentlich kontaktieren sollte, um... Oh, es fängt an zu schneien. Um Iranikus wiederzubeleben oder beziehungsweise... Uiuiui, das ist aber 90er, den will ich nicht zu nahe kommen. Um Iranikus wirklich wiederzubeleben oder beziehungsweise vom Smaragdgrüntraum zu heilen. Heute ist aber wirklich etwas mit ihm passiert. In dieser Höhle gibt es ziemlich seltsame Sachen, zum Beispiel Mana-gezwungene, Schemen, deplatzierte Sphärenjäger, sogar Xorotianische Iridara und Händler der Kearash. Es gibt tatsächlich diese Xorot, ist, ich weiß nicht genau wie das, Xorotian, oder Xorot ist ein, beziehungsweise eine kleine Welt der brennenden Legion, wo die, wo man das Pferd der Hexenmeister herbekommt. Nur damit ihr wisst, warum ich euch das zeige, weiß ich auch nicht warum, aber es naja, ist ja recht interessant, was mit diesem passiert ist. Also es gibt hier ziemlich viele Kreaturen, arkane Mana-Anhäufungen, und dort ist er, dieser Umbranse, der Geistersprecher. Ja. Man weiß nicht wirklich, was mit ihnen jetzt seit dieser Questreihe passiert ist, aber all die Drachenessenzen, die ich gesammelt habe, die macht es atemberaubend. Ihr könnt mir das nicht wegnehmen, nein, niemals. Und damit stirbt er und droppt ein bisschen Geld. Hier gibt es noch eine Questreihe für den blauen Drachenschwarm. Aber sonst passiert hier auch nicht wirklich. Diesen tötet man dann, es ist ein Gegner geworden. Und diese Questreihe wird wahrscheinlich nie weitergeführt werden. Ziemlich schade. Umbransee, der Geistersprecher.